So, dann herzlich willkommen zum ESB-Tutorium im neuen Jahr. Schön, dass ihr es auch wieder hergefunden habt. Und wenn ihr euch das Aufgabenblatt vielleicht schon angeguckt habt, dann werdet ihr gesehen haben, dass wir ganz viel uns heute mit verschiedenen Adressmaschinen beschäftigen und auch mit Befehlen, bzw. Befehlsformaten. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir heute ein bisschen die Reihenfolge mal wieder ändern. Und würde damit mit euch zuerst zu Aufgabe 11.2 mit den verschiedenen Adressmaschinen gehen. Und zwar, das erste ist die Null-Adressmaschine. Die Beschreibung sagt es auch schon ganz kurz. Die Maschine hat einen unbegrenzten Stack. Und das TOS steht dann auch für Top of Stack. Was heißt das jetzt, ne? Stack habt ihr vielleicht in SE in Bezug mit Java schon gehabt oder kriegt es noch? Ich weiß immer nicht, in welcher Reihenfolge da jetzt da noch was gelehrt wird. Grundsätzlich heißt aber, wenn wir uns einen Stack angucken, ich habe irgendwo Button-OS-Stack, dann kann ich ein Element drauflegen. Ich kann ein nächstes Element drauflegen. Ich kann noch ein Element drauflegen. Ich kann auf das oberste Element, den Top-of-Stack, zugreifen. Wenn ich das tue, rausnehme, dann ist halt wieder eins weniger im Stack. Solange, bis der Stack halt irgendwann leer ist. Das ist so die Grundidee hinter der Null-Adressmaschine, dass ich zum einen Speicheradressen habe. Das ist das, was wir mit MemM haben. Die irgendwo anders sind, die haben jetzt nichts hier mit unseren Berechnungsmöglichkeiten zu tun, sondern das ist auf den Speicher kann ich trotzdem zugreifen. Aber alle Berechnungen, die ich mache, darf ich nur jeweils auf oder mit Hilfe des Stacks machen. Und da gibt es dann eben verschiedene Befehle. Das eine ist PushM. Das sorgt dafür, dass ich ein Element auf den Stack drauf pushe und zwar das, was anstelle M im Speicher steht. Umgekehrt kann ich PopM machen. Das bedeutet, dass das Element, was gerade top of Stack ist, an die Stelle M in den Speicheradressen geschrieben wird und dann entsprechend durch das Pop dann auch entfernt wird, sodass man das dann nicht mehr hat. So, das ist so ein bisschen das Ungewöhnliche. Und dann gibt es die Berechnung. Und die sind an sich alle ähnlich. Aber man muss eben gucken, was man machen kann. Also dadurch, dass ich bei der Null-Adressmaschine eben keine Adressen direkt anspreche, sondern alles über den Stack machen muss, bedeutet das, dass ich alles, was ich für Berechnungen nutzen möchte, mir auf den Stack legen muss. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier irgendwie ein Element F habe, wenn ich jetzt irgendwie ein Element G wie Gustav habe, die muss ich mir auf meinen Stack draufpushen in die einzelnen Elemente, also in die einzelnen Plätze. Und dann aufpassen, wie die Berechnungen durchgeführt werden. Wenn wir uns das jetzt mal am Beispiel der Addition anschauen, dann sehen wir, es gibt ein Temp. Also Temp ist hier irgendwo so, da kann nur der Berechnungsteil der Null-Adressmaschine zugreifen. Das ist im Endeffekt eine temporäre Speicherstelle. Die können wir aber nicht gezielt dauerhaft beschreiben, sondern das ist wirklich nur für eben diese vier Berechnungsmöglichkeiten bei der Null-Adressmaschine. Und wenn ich jetzt eine Addition mache, dann passiert als erstes, Temp kriegt den Wert vom Top of Stack. Das wäre jetzt das G. Dann Pop, da habe ich ja gesagt, das ist dann wird quasi der Top of Stack rausgeworfen. Dann wird das hier quasi gelöscht. Und unser neuer Top of Stack ist dann das F. Und dann bekommt diese Stelle einen neuen Wert, nämlich die Berechnung von Temp plus Top of Stack. Also Temp hat gerade den Wert G plus der Top of Stack ist F. Dann würde G plus F
an dieser Stelle jetzt stattdessen sein. Das gleiche eben auch für Subtraktion, Multiplikation, Division. Bei der Addition macht die Reihenfolge natürlich nicht so viel Unterschied aus. Aber spätestens, wenn wir uns die Subtraktion oder die Division anschauen, na, dann stellt ihr fest, okay, müsst ihr mal genau gucken, in welcher Reihenfolge pushe ich die einzelnen Werte auf den Stack, damit dann die Berechnung nachher auch korrekt ist. Weil wenn ich das jetzt andersrum gepusht hätte, wenn ich jetzt zuerst das G und dann das F auf den Stack gepusht hätte, dann, was wäre dann natürlich gewesen? Dann würde ich jetzt nicht G plus F, sondern F plus G auf den Stack schreiben. Wie gesagt, bei Plus kein Unterschied, aber was wäre, wenn ich jetzt ein Minus hier hätte stattdessen? Okay, soweit erstmal zur groben Funktionsweise des Top-of-Stacks, der Null-Adress-Maschine. Die Aufgabe ist hier jetzt in. Na, ein bisschen Platz hier wieder schaffen. Die Aufgabe in 11.2 ist jetzt, dass ihr die Befehle, die vorhanden sind, nutzt und damit ein kleines Programm schreibt. Bei dem Programm müsst ihr darauf achten, dass das ja, dass ihr eben die Reihenfolge richtig danach auch berechnet. Also insbesondere bei Klammern darauf achten, dass die richtig rum sind und eben bei Subtraktion und Division. Im Aufgabentext steht dazu auch noch der Hinweis, dass M und N jeweils ja hier für Speicheradressen stehen. Das hatte ich schon gesagt, dass M hier eine Speicheradresse wäre. Und X, Y und Z sind Registernummern. Das interessiert uns für Nulladressen noch nicht. Registernummern haben wir dann nämlich erst bei der Dreiadressmaschine. So viel gespoilert. Ja, wir machen das mal mit einem etwas einfacheren Beispiel. Und zwar mit R gleich D geteilt durch E minus A. Das ist das, was wir jetzt im Tutorium berechnen wollen. Das machen wir dann gleich auch einmal mit allen vier verschiedenen Adressmaschinen. Und ja, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen verstanden, wie die Null-Adressmaschine funktioniert. Und von daher wäre die Frage, wer hätte denn einen Vorschlag, womit könnten wir jetzt anfangen oder was müssten wir machen, um diese Berechnung mit Hilfe der Befehle der Null-Adressmaschine auszuführen? Denkt dran, die Berechnungen können nur durchgeführt werden bei der Null-Adressmaschine mit Sachen, die auf dem Stack sind. Also, was sollten wir vielleicht als erstes tun? Genau, wir müssen Dinge auf den Stack pushen. Und beim Pushen müssen wir an sich eben beachten, dass wir die richtige Reihenfolge nutzen. Da kann man sich leicht vertun. Wir gucken dann mal mit dem Vorschlag aus dem Chat. Der sieht, glaube ich, gar nicht mal so schlecht aus. Also, ja. Der Vorschlag wäre ein Push A als erstes. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt hier meinen Stack anschaue, mein Stack hätte in dem Moment, machen wir den mal hier unten irgendwo, mein Stack hätte ein A. Dann ein Push E. Das heißt, ich hätte da drüber ein E. Und wenn ich jetzt die Subtraktion aufrufe, dann, jetzt müssen wir einmal gucken, was ist das? Wir haben einmal Temp kriegt den Wert vom Top of Stack. Das wäre E. E. Beziehungsweise es wird dann das oberste Element mit Pop vom Stack geworfen. Und Top of Stack kriegt den neuen Wert von Temp minus Top of Stack. Das heißt,
Die Stelle hier kriegt den Wert von temp ist e minus a. Okay, das sieht erstmal gar nicht so schlecht aus für das, was wir haben. Damit haben wir auf jeden Fall schon e minus a. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das auch richtig rum haben, dass das mit dem diff auch funktioniert. Wie könnte unser Programm denn weitergehen? Okay, genau. Wir könnten jetzt das D pushen. D fehlt noch. Das würde bedeuten, unser Top-of-Stack hat ein D. Und dann machen wir die Division. Das würde bedeuten, Temp kriegt den Wert vom Top-of-Stack. Das ist ein D. Top-of-Stack wird rausgepoppt. Und Top-of-Stack, der neue, kriegt den Wert von Temp. Das ist D. Geteilt durch das, was schon da war. Okay, hervorragend. Sehr gut. Das war dann jetzt zufällig auch die richtige Reihenfolge. Falls ihr euch vertut, also insofern, ihr habt gesehen, ich habe ja immer hier so ein bisschen nebengekritzelt, den Top of Stack. Macht das auch zu Hause sonst, oder den Stack an sich, schreibt euch das auch mal runter. Wenn ihr feststellt, ihr habt es falsch rum gemacht, ja Gott, passiert. Dann einmal eben die Reihenfolgen einmal drehen. So, jetzt haben wir den Wert im Top of Stack. Aber eine Sache müssen wir noch beachten. Sieht jemand, was noch fehlt? Wir sind noch nicht ganz fertig mit der Umsetzung für die Nulladressmaschine. Ein Schritt fehlt uns tatsächlich noch. Ja, der Pop-Befehl, nicht nur um den Stack zu leeren, sondern um das Ergebnis auch irgendwo sinnvoll abzuspeichern oder hinzuspeichern. Und wohin oder wie würde der konkret lauten, der Pop-Befehl? Genau, Pop-R. Also das Ergebnis soll in R stehen. Und insofern müssen wir eben dran denken, dass wir am Ende das Ergebnis da auch einmal reinschreiben, weil sonst hätten wir es irgendwie schön auf den Stack, würde uns aber nicht viel helfen. Wäre ja doof. Genau, damit wäre der Stack an sich auch leer. Sehr gut, das also die Nulladressmaschine mit unserem etwas einfacheren Beispiel. In der Hausaufgabe habt ihr vielleicht gesehen, ihr habt dort entsprechend auch ja, Multiplikation, Addition, Division und Subtraktion. So, das war das andere. Das heißt, ihr müsst natürlich gucken, dass das trotzdem alles passt. Und es kann eventuell nötig sein, dass ihr, das muss ich gerade mal gucken, müsst ihr das dafür machen, mit der Reihenfolge. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber nur für den Fall, dass es nötig sein sollte, es irgendwo zwischenzuspeichern, könnt ihr das nicht irgendwo? Ja, also Zwischenergebnisse können bei Bedarf irgendwie auf G bis Q abgelegt werden. Also falls wir jetzt irgendwie den Bedarf gehabt hätten, irgendwie zwischendurch was wegzuspeichern, dann hättet ihr auch irgendwie sowas wie Pop G machen können. Hättet das Ergebnis dann zwischendurch, hättet danach dann irgendwie Dinge getan. Ja, nur Platz. Und würdet dann irgendwann wieder das von G dann raufspeichern. Nur für den Fall, dass es nötig ist. Ich bin gerade nicht sicher. Es kann sein, dass ihr auch ohne zurechtkommt für die Hausaufgabe. Genau, das ist die Nulladressmaschine. Dann würde ich sagen, das nächste, was wir haben, ist eine Einadressmaschine. Die funktioniert, ja, mit einem, wie steht hier eigentlich schon, eine Akkumulatormaschine mit genau einem Register. Und wenn wir uns hier die Befehle angucken, was wir hier machen können, wir können Werte in den Akkumulator laden. Dann hat der Akkumulator einen Wert.
Das machen wir aus einer Speicheradresse, zum Beispiel M oder irgendwo anders her. Wir können Werte in eine Speicheradresse storen. Das würden wir eben mit Store, M oder andere Speicheradresse machen. Ihr seht, es hat eine gewisse Ähnlichkeit wie mit dem Push und Pop eben, nur dass wir hier keinen Stack haben, sondern es gibt nur genau eine einzige Sache. Es gibt nämlich den Akkumulatorwert. Und da steht ein Wert hinter. Und in dem Moment, wenn ich was anderes reinschreibe, dann ist der Wert überschrieben. Da muss man dann aufpassen. Also wenn ich jetzt irgendwie erst ein Load A mache und dann Load B mache, dann steht nach dem ersten Load A steht da A drin. Dann mache ich Load B, dann steht da B drin. Und das A ist einfach wieder weg. Für die Berechnung nutze ich hier dann jeweils immer den Akkumulatorwert und zusätzlich eine Speicheradresse. Deswegen heißt es auch Einadressmaschine, weil ich eben nur eine Adre also weil ich eine Adresse mit angeben, mit nutzen darf. Und den anderen Wert nutze ich auf Basis des Akkumulators und das Ergebnis überschreibt dann den Wert. Also wenn ich jetzt irgendwie B im Akkumulator habe und ich sage irgendwie sowas wie Mol Mol E, keine Ahnung, dann würde ich den Akkumulatorwert haben als Akkumulatorwert, das ist B mal Speicheradresse, wäre dann B mal E dann das, was rauskommt. Also auch hier wieder mit der Reihenfolge ein bisschen aufpassen und gucken, was muss gegebenenfalls im Akkumulator stehen und was holen wir uns dann jeweils an Werten aus der Speicheradresse. Okay. Gleiches Spiel wie eben. Wir wollen eine kleine Berechnung machen. Hat jemand Vorschläge, wie wir vorgehen? Oder beziehungsweise was wir als erstes in den Akkumulator uns reinladen, denn wir brauchen ja irgendwas im Akkumulator, um rechnen zu können. Okay, Vorschlag ist Load E Sub A. Schauen wir mal, was heißt das für uns, wenn ich jetzt irgendwie meinen Akku hier mal habe, um nebenbei zu gucken. Load E heißt, mein Akku kriegt den Wert von E. Dann mache ich Sub A. Sub A heißt, mein Akkumulator kriegt einen neuen Wert. Und zwar den Wert von dem, was jetzt im Akkumulator ist. Das ist E. Minus den Wert, den ich als Adresse angegeben habe. Okay, wir haben jetzt E minus A. Soweit so gut. Das ist zumindest ein Teil, den wir auf jeden Fall brauchen. Und wir müssen aber irgendwie jetzt auch noch die Division machen. Sieht jemand von euch, wie es da weitergehen kann? Können wir direkt die Division machen? Okay. Der Vorschlag, E minus A in einer anderen Adresse zwischenzuspeichern. Genau, das ist ein guter Vorschlag, denn wenn wir uns jetzt das hier mal anschauen, also angenommen, ich würde jetzt hier versuchen wollen, irgendwie eine Division zu machen, dann würde das ja bedeuten, dass mein Akkumulator den Wert kriegt von Akkumulator geteilt durch Speicheradresse. Das heißt, ich hätte E minus A geteilt durch Speicheradresse D. Das wäre genau die falsche Reihenfolge. Deswegen müssen wir erstmal gucken, dass wir die Reihenfolgen ändern können. Und das zum Beispiel, indem wir den Wert irgendwo zwischenspeichern. Das können wir dann ja mit einem Store machen. Das heißt, wir könnten jetzt hier sagen Store R.
Das heißt, er kriegt dann erstmal den Wert von e minus a. Und damit hätten wir den uns schon mal gesichert, dass wir den gleich auf jeden Fall nochmal nutzen können. Gut, wie würde ich denn dann das Programm weiterführen? Ich habe meinen Wert gesichert in R. Das heißt, ich dürfte jetzt irgendeinen anderen Wert auch in den Akkumulator laden und könnte dann ausnutzen, dass ich das gespeichert habe. Okay. Load D. Genau. Wir holen uns jetzt das D, weil wir wollen ja, wir haben ja gesehen, der Wert, den wir quasi hier vor dem Bruchstrich haben wollen, das wäre das D, der muss im Akkumulator stehen. Und dann wollen wir das andere mit einer Speicheradresse machen, was dann hinterm Bruchstrich steht, wenn wir die Division aufrufen. Das heißt, wir laden D rein in den Akkumulator und machen dann ein diff was dann dazu führt, dass wir D geteilt durch in Klammern E minus A im Akkumulator stehen haben. Sind wir damit fertig? Genau, eine Sache fehlt noch, richtig. Wir müssen auch hier wieder dran denken, dass wir einmal das Ergebnis auch in unsere Speicheradresse R schreiben. Und dann sieht das so aus, wie das, was wir als Aufgabe hatten. Hervorragend. Genau, das also eine Adressmaschine. Macht es schon ein bisschen einfacher im Handling, weil wir eine Adresse eben direkt nutzen können, aber gleichzeitig müssen wir immer noch, genau wie bei der Null-Adressmaschine, immer so ein bisschen darauf achten, welche Reihenfolge nutzen wir, insbesondere bei Subtraktion und Division. Da man das ja nicht immer machen will oder zumindest nicht immer drüber nachdenken möchte, gibt es noch einfachere Maschinen oder zumindest für den Menschen einfacher handelbare Maschinen, nämlich die Zwei-Adressmaschine und die Drei-Adressmaschine. Gehen wir mal zur Zwei-Adressmaschine. Hier werden nur Speicheroperanden benutzt. Und das heißt, wir haben keinen Stack, wir haben keinen Akkumulator. Wir machen alle Berechnungen auf Speicheradressen. Eine Sache müssen wir hier auf jeden Fall aufpassen, wenn wir uns das angucken. Es ist ja eine Zwei-Adressmaschine. Das heißt, wir geben genau zwei Adressen an. Und wenn wir sowas haben wie Addition von zwei Speicheradressen, M und N hier, dann wird die Addition ausgeführt, soweit so gut. Aber was steht hier ganz vorne? MEM. Das heißt, das Ergebnis wird in die eine Speicheradresse, wo wir auch einen Wert rauslesen, dann reingeschrieben. Und damit dann überschrieben. Um zu verhindern, also wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, wir könnten sowas haben wie a geteilt durch c minus a, geteilt durch a, keine Ahnung, irgendwie so, irgendwas, wo wir ganz viel a brauchen, dann könnte es unter Umständen ungünstig sein, dass wir direkt mit A rechnen oder A, es könnte uns passieren, dass wir vielleicht A irgendwie überschreiben. Vielleicht geht das auch gerade, vielleicht kriegen wir das auch so hin, könnte uns aber passieren. Um das zu verhindern, gibt es den Morph-Befehl oder Move. Das heißt, damit könnte ich jetzt hier zum Beispiel sagen, ich möchte, welche waren das? Genau, G bis Q dürfen wir für solche Dinge auch benutzen. Ich könnte jetzt sagen, morph g, a, dann würde der Wert von a, den ich habe, na, würde der dann an der Stelle von g stehen. Also. Warte. Na gut, kann man jetzt gerade ein bisschen schwer schreiben. Also der Wert, der jedenfalls da drin ist, was auch immer hier ist, den hätten wir dann quasi nach G dupliziert.
Ob man das muss oder nicht, hängt immer von der Aufgabe ab. Kann sein, dass man das braucht, kann sein, dass man das nicht braucht. Jedenfalls achtet darauf, dass ihr den ersten Wert überschreibt. Gut, dann ahnt ihr schon, als nächstes würden wir jetzt einmal versuchen, wieder hier ein Programm zu schreiben. Und ja, ich nehme wieder Vorschläge an von euch, wie das Ganze aussehen könnte. Okay, da war jemand schon sehr schnell. Oder ich sehr langsam beim Erklären. Erst eine Subtraktion. Sub EA. Das würde, nicht Minus, Komma. Das würde bedeuten, dass wir die Subtraktion durchführen und wir anstelle von Speicheradresse E schreiben wir den Wert von E minus A. Okay, also damit haben wir an der Stelle unser E überschrieben. Das muss uns nur bewusst sein. Dann die Division. Div D, E. Ja, wenn man sich das anschaut oder wenn wir uns überlegen, wir wollen ja, D soll über dem Bruchstrich sein. Das heißt, D muss der erste Wert sein. Heißt aber auch, dass D überschrieben wird. Mem D gleich D geteilt durch. Und jetzt hatten wir eben das E, die Speicheradresse, ja überschrieben. Das heißt, wir haben hier den Wert von E minus A drin. Und schlussendlich, also wir haben jetzt hier zwar die Berechnung schon durchgeführt, aber auch richtig genau wie bei den anderen Programmen müssen wir noch schauen, dass wir einmal das Ergebnis in die Speicheradresse R schreiben. Unsere Zielspeicheradresse ist der erste Wert, also R. Und wir wollen dahin das, was in Speicheradresse D steht. Und das heißt dann, dass die Speicheradresse R jetzt im Endeffekt die Berechnung D geteilt durch in Klammern E minus A hat. Genau, also wenn ihr guckt, haben wir hier jetzt tatsächlich sogar ein bisschen weniger Befehle gebraucht, weil wir nicht ganz so viel erstmal schauen mussten, was wir machen. Aber wir mussten jetzt gerade auch nicht zwischenspeichern. Das lag ja wie gesagt daran, dass wir hier jetzt überschreiben konnten die Werte. Bei längeren Programmen muss man eben gegebenenfalls gucken, ob man das eben sich sichern muss. Und es ist für uns als Menschen natürlich ein bisschen einfacher, sich das auch vorzustellen. Wenn man sich jetzt dann als nächstes nochmal die Drei-Adressmaschine anschaut, die funktioniert so ähnlich. Ja, das muss man noch nicht. Außer, dass sie auf Registern arbeitet. Also, wir sehen schon, wir können für die Berechnung können wir drei Werte angeben oder drei Stellen irgendwo angeben. Da komme ich gleich zu, wo das hinkommt. Aber erstmal, wir haben X, Y und Z sind Register. Das ist so, ja, so ähnlich wie der Akkumulator, das kann dann halt eben, ist dann nur so intern halt nutzbar, aber es gibt im Endeffekt, haben wir X, wir haben Y intern und wir haben eine Stelle Z intern, die kann nur in unserer Maschine genutzt werden für Berechnung und auch nur das kann genutzt werden. Also alles, was hier hinten in irgendwelchen Speicheradressen steht, das ist zwar schön, aber das können wir nicht für die Berechnung nutzen. Denn da dürfen wir nur X, Y, Z, also wir dürfen nur Register nutzen. Wenn wir jetzt irgendwie mehr Register hätten, dann würden sie halt eben andere Namen haben, die Register, aber nur eben Register. Um mit Registern rechnen zu können, müssen wir aber diese Werte, die wir in den Speicheradressen haben,
irgendwie in unsere Register kriegen und gegebenenfalls wieder zurück. Dafür haben wir Load und Store. Also mit Load schreiben wir in ein Register einen Wert aus einer Speicheradresse und mit Store würden wir aus einem Register einen Wert wieder in eine Speicheradresse zurückschreiben. Dann haben wir den MOV, den wir eben auch schon hatten, nur dass der jetzt nicht auf Speicheradressen, sondern auf Registern funktioniert. Da würde ich quasi so Dinge machen können wie, ich will den Wert von Y nach Z zum Beispiel und hätte ihn dahin noch dupliziert. Und dann kann ich Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division durchführen. Ich gebe in dem Fall drei Register an. Die können verschiedene sein, die können aber auch gleiche sein. Also ich kann theoretisch auch sowas machen wie, keine Ahnung, nehmen wir eine Addition Z, Z, Z. Das wäre vollkommen korrekt. Kann aber auch sein wie Z, X, Y. Man hängt eben davon ab, welche Adressen das sind. Und in allen Fällen würde es bedeuten, dass, gucken wir uns das an, geben X, Y, Z hier in den Mnemonics und der erste Wert, das erste Register, was wir angeben, ist das Zielregister. Das heißt, das hier ist das Ziel. Und wir würden hier den Wert reinschreiben von den anderen beiden Werten. Und da müssen wir eben gucken, was jeweils dann vor unserer Berechnung steht, also vor irgendwie plus minus mal geteilt und was da eben hinter steht. Und hier wäre dann Addition, wäre das dann x plus y. Bei Addition natürlich nicht so relevant die Reihenfolge, aber ihr, wie eben schon, natürlich müssen wir bei Subtraktion und Division aufpassen. Okay, genau, und deswegen heißt es eben Load Store Architektur. Also RISC steht ja dann für Reduced Instruction Set. Aber wichtig ist eben auch eben, dass ihr euch merkt, dass das eine Load Store Architektur ist, weil wir halt eben in Register laden und aus Registern speichern müssen. Ja, Vorschläge zur Umsetzung des Ganzen. Denkt daran, ähnlich wie bei der Nulladressmaschine, wir müssen nur erstmal die Werte rüberkriegen. Also wir können nicht direkt mit Speicheradressen rechnen. Und genau, wir müssen auf jeden Fall erstmal Werte in Register rüberladen. Zum Beispiel können wir, ja, wir mal den Vorschlag, load Y E. Schreibt mal hier so unsere Register hin, Y E, das heißt E kriegt den, nee, Quatsch, Y kriegt den Wert E. Load ZA. Das heißt, Z kriegt den Wert von A. Und eine Subtraktion dann. Also jetzt haben wir im Endeffekt das, was wir brauchen, um E minus A zu berechnen in Registern. Können das Ganze, können dann die Subtraktion durchführen. Zum Beispiel mit X, Y, Z. Das heißt, X kriegt einen neuen Wert. Und zwar von, na, können von vorne nach hinten lesen, Y minus Z, also E minus A. Gut. Wenn wir jetzt nicht das Y, das E in Y geladen hätten und das Z in A, dann hätten wir eben andere Reihenfolgen hier gehabt von den Registern. Na, das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass wir da genau diese Reihenfolge immer einhalten. Aber das geht natürlich. Wenn das für einen einfacher ist, kann man sich ja auch daran orientieren. Gut, das heißt, wir haben im Register X schon mal die Subtraktion drin. Und jetzt müssen wir noch zur Division kommen. Wie sieht es da aus? Auch ein Vorschlag? Okay, wir müssen das D natürlich irgendwo hinladen, richtig? Zum Beispiel nach Y.
und dürfen dann die Division durchführen. Auch das ist richtig. ZYX, der Vorschlag. Schauen wir mal an. Das heißt, Z wird überschrieben. Das ist uns dann gerade schon mal egal. Brauchen wir nicht mehr. Z haben wir da nicht drin. Dann wir Y geteilt durch den Wert von X. X ist E minus A. Und das sieht gut aus. Wir haben die gleiche Berechnung, die wir auch durchführen sollen. Und jetzt fehlt natürlich noch eine Sache. Genau, einmal das Ganze in die Speicheradresse zurückschreiben, weil was hier in den Registern ist, das interessiert uns am Ende ja nicht. Wir wollen am Ende unsere Berechnung in unser Ergebnis in R haben. Das heißt, wir machen noch mal einmal Store, dann die Speicheradresse als erstes, das ist R, und dann das Register, das ist Z. Und damit hat dann auch R den Wert, den Z eben hatte. Sehr gut. Genau, das ist die Dreieradressmaschine. Also hier muss man viel weniger aufpassen, dass man nicht irgendwie schon zwischendurch sich Dinge überschreibt, wenn man das gar nicht haben will. Nur weil man halt, also ne, weil mit Zweieradressmaschine waren wir ja so ein bisschen eingeschränkter. Da mussten wir mal gucken. Einer der Speicheroperanden wird hier ja immer überschrieben. Das haben wir eben nicht zwangsläufig bei der Dreieradressmaschine. Können wir machen, brauchen wir nicht. Dafür müssen wir bei Dreiadressmaschine alles immer erst in Register reinladen. So, und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, um Gottes Willen, warum gibt es denn eigentlich so viele verschiedene? Ja, weil im Endeffekt für jeden Anwendungsfall es irgendwie Vor- und Nachteile gibt, je nachdem, mit welcher Maschine man arbeitet. Also die Idee mit Registern ist zum Beispiel, dass man dass man für die Registerbezeichnung einfach viel weniger Werte hat. Also nicht so viele Bits dann braucht. Ich weiß gar nicht, ob das hier angegeben war in der Hausaufgabe. Genau, in der Hausaufgabe steht ja zum Beispiel, dass die XYZ eine 5-Bit-Registernummer ist. Das würde bedeuten, dass ich im Gegensatz zu Nutzung von Speicheradressen sind bei euch 24-Bit für die Hausaufgabe, dass ich in dem Moment, wenn ich sehr viel mit Registern rechne, dass ich dann jeweils immer nur 5-Bit anschreibe. Also wenn ich jetzt hier mir mal anschaue, ich mache eine Subtraktion. Sub ist ja ein Befehlscode, also ein Befehl und Befehlscode. Der würde bei euch 8-Bit, meine ich, dann brauchen. Da stand nirgendwo explizit, aber müsste dann das sein, was über ist. Dann hätte ich 8-Bit für den Opcode und ich hätte 5-Bit, 5-Bit und 5-Bit, also 15, 23-Bit, die ich für diese Subtraktionszeile im Programmcode bräuchte, um das einmal zu schreiben. Wenn ich stattdessen eine Dreiadressmaschine ohne Register machen würde, sondern nur mit Speicheroperanden. Die Speicheroperanden bei euch 24-Bit sind. Dann käme ich auf eine Rechnung von 8-Bit plus 24 plus 24 plus 24. Was 80-Bit, glaube ich, sind. Gerade mal überschlagen, zwar nicht durchgerechnet. Ne? 20, 40, 60. Sie müssen, glaube ich, 80-Bit sein. Und ihr seht, es ist eben schon deutlich mehr für diese eine Zeile, was wir dann bräuchten, um genauso vorzugehen. Das heißt, wenn wir Werte haben, die wir nicht nur einmalig brauchen, sondern sehr viel, vielleicht auch gleiche Werte benutzen, also Registerwerte wiederverwenden, dann fängt an, halt eine Dreiadressmaschine deutlich mehr Sinn zu ergeben. Und so gibt es aber gleichzeitig dann halt eben auch andere Vorteile für die anderen Maschinen. Das müssen wir jetzt hier nicht alles im Detail durchgehen, aber nur, dass ihr einmal so, okay, ihr wisst jetzt, es gibt diese verschiedenen Arten von Maschinen. Und genau, und ihr könnt hoffentlich dann auch die Berechnung auch selber durchführen für zu Hause. Achtet dann darauf bei den einzelnen Adressmaschinen, welche Reihenfolge ihr nutzt, dass ihr da nicht irgendwie aus Versehen durcheinander kommt. Schreibt euch am besten, so wie wir es jetzt auch gemacht haben, irgendwie dann immer dazu,
Wie sieht das Stack aus? Was ist im Akkumulator? Was haben wir auf den Speicheradressen? Was haben wir in den Registern? Einfach, dass ihr für euch trackt, was da nebenbei, was da gerade passiert. Gerade weil ihr ja noch ein bisschen, ja, ein klein bisschen umfangreicheres Programm schreibt. Wobei umfangreicher bringt mich zu einem Punkt. Wenn ich das richtig mal überschlagen habe, dann ist das Optimum der Programme, die ihr schreibt, sie liegt so in dem Bereich, je nach Maschine, je nachdem, welche Maschine ihr schreibt, sind 6 bis 12 Befehle. Also will sagen, wenn ihr 20 Befehle für eine Adressmaschine schreibt oder am 20. Befehl seid, überlegt nochmal nach, ob ihr wirklich gerade irgendwie ein kurzes Programm geschrieben habt oder ob ihr gerade einen ellenlosen Rattenschwanz irgendwo gemacht habt oder vielleicht auch einen Fehler gemacht habt. So lang müssen die Programme nicht sein. Wie gesagt, je nach Maschine, also nicht alle Maschinen kommen mit 6 aus, nicht alle brauchen 12, aber 6 bis 12 ist das, was so das Optimum wäre. Und so ein bisschen in die Richtung solltet ihr dann entsprechend auch mit euren Ergebnissen sein. Gut, gibt es noch Fragen erstmal zu 0, 1, 2, 3 Adressmaschinen? Da das nicht danach aussieht, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal noch mal ein bisschen was an. Wir hatten eben die Einadressmaschine ja auch hier in dem Ganzen, wo es heißt, da haben wir einen Akkumulator und wir hatten hier den sehr einfachen Fall betrachtet. Nach dem Motto, wir machen hier Load M und laden aus einer Speicheradresse. Jetzt ist es so, dass es eigentlich drei verschiedene Arten gibt, wie wir laden können. Das ist in der Hausaufgabe für 11.2 ist das so ein bisschen vereinfacht. Aber grundsätzlich gibt es eigentlich die unterschiedlichen Möglichkeiten, immediate, direct oder indirect zu laden. Und das hat dann unterschiedliche Auswirkungen. Hat einer von euch eine Idee, was das bedeutet, wenn ich einen Wert immediate lade? Oder vielleicht auch eine von den anderen Varianten, direct oder indirect. Irgendwie irgendwas, was bei euch klingelt, irgendwas, was woran ihr euch erinnert. Load immediate, load direct, load indirect. Oder was könnte ein Unterschied sein zwischen diesen? Okay. Gut, sonst helfe ich euch da nochmal weiter. Also, Immediate-Werte, wenn man davon von Immediate-Werten spricht, dann reden wir im Endeffekt von einem konkreten Wert, den wir direkt uns, also nicht direkt, vorsichtig mit der Bezeichnung, also reden wir von einem konkreten Wert, den wir irgendwie benutzen, laden, wie auch immer. Nicht nur jetzt im Zusammenhang hier mit einer Adressmaschine und den Load-Befehlen. Aber immediate bedeutet, wir interessieren uns gar nicht für irgendwelche anderen Dinge, sondern an der Stelle, wo es heißt immediate, da ist es dann auch genau der Wert. Wenn wir uns ein Load direct anschauen, dann bedeutet es, wir haben den Hinweis auf eine Adresse und wir gucken dort nach, was denn der Inhalt eigentlich ist. Und haben dadurch den Wert. Also Load Direct gibt uns eine Speicheradresse an, wo wir den Wert nachschauen, den wir brauchen. Und das Dritte, könnt ihr euch vielleicht schon fast denken, was das dann ist. Load Indirect heißt, ich muss am Ende wieder wissen, in welcher Speicheradresse steht eigentlich der Wert, den ich haben will. Aber ich weiß diese Speicheradresse nicht. Ich weiß aber dafür eine andere Speicheradresse, die mir sagt, an welcher Speicheradresse das steht. Das ist im Endeffekt so über zwei Sachen. Genau, ja, man könnte auch sagen, so ein Pointer, den man dann da kriegt. Okay, was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich mache mal ein
Ich könnte jetzt hier irgendwie sowas sagen, ich mache ein Load Immediate von 12. Dann hat mein Akkumulator den Wert 12, weil mich dann halt alles andere gar nicht interessiert. Ich kann bei dem Beispiel oben hier, warte mal, ihr solltet wenigstens sehen können, was ich hier habe an Werten. Ich habe ja diverse Speicheradressen mit diversen Inhalten. Ich könnte sagen, load direct 9. Dann kriegt mein Akkumulator den Wert, der in Speicheradresse 9 steht. Speicheradresse 9 steht der Inhalt 1 und das wäre dann der Wert 1. Und beim Load Indirect nehmen wir zum Beispiel Load Indirect 5. Da kriegt mein Akku den Wert von der Speicheradresse, die ich noch gar nicht weiß. Also von der Speicheradresse, die ich an der Stelle der Speicheradresse 5 finde. Und heißt für mich, ich gucke, Speicheradresse 5, da steht der Inhalt 6. Das heißt, ich würde an die Speicheradresse 6 gucken und das hat dann den Inhalt 7. Und mein Akkumulator hätte dann den Wert 7. Okay, das mal als kurze Beispiele und jetzt seid ihr natürlich wieder dran. Und es sollte es euch ein bisschen einfacher fallen. Was kriege ich denn raus, wenn ich sage Load Immediate 6? Richtig. Der Akkumulator kriegt einfach den Wert 6. Brauchen keinen Zugriff, aber irgendwelche Speicheradressen interessiert uns alles nicht. Load Direct 6. Okay. Ja, Vorschlag aus dem Chat hier 7. Genau, das ist nämlich, wir gucken an die Stelle der Speicheradresse 6. Speicheradresse 6 hat den Inhalt 7. Das übernehmen wir, das ist der Wert im Akkumulator. Und schließlich Load Indirect 6. Genau, der Wert 8, weil wir gucken an eine Speicheradresse. Und zwar schauen wir an die Stelle der Speicheradresse 6, um zu wissen, wo wir unseren Wert überhaupt finden. Die Speicheradresse 6 hat den Wert 7. Das heißt, wir finden unseren Wert an der Stelle der Speicheradresse 7. Und das ist 8. Genau. So, ein bisschen verschachtelt. Also ihr seht, auf den ersten Blick sehen diese Load-Befehle, die drei relativ ähnlich aus, aber können halt ganz unterschiedliche Ergebnisse haben. Genau, das ist eigentlich auch schon alles, was ihr für die Hausaufgabe braucht. Schaut einfach, was ist es? Ist es immediate? Ist es direkt? Ist es indirekt? Und achtet bei indirekt darauf, dass ihr eben einmal quasi über Umweg dann geht. Und dann solltet ihr das eigentlich auch hinkriegen. Gut, jetzt haben wir ganz viel uns mit Adressen beschäftigt. Ich gehe nochmal kurz zurück auf, vielleicht am besten das hier. Wir haben Befehle benutzt bei der. Ist gerade die richtige? Nee, das ist die richtige. Wir haben bei der 3-Adressmaschine die entsprechenden Befehle benutzt, Load, Store, Move, Add und so weiter. Das wird auch dann gerne manchmal einfach als Opcodes bezeichnet. Oder beziehungsweise Befehle, die Opcodes haben. Wir haben benutzt Register, die eine gewisse Länge haben.
Also in dem Fall bei der 3-Adressmaschine von der Übungsaufgabe wären es 5-Bit gewesen, aber Register können auch unterschiedliche Längen haben. 2, 3, 4, 5, 1-Bit, was auch immer halt in der Architektur vorgesehen war oder von dem Programmierer vorgesehen war. Und wir haben Speicheradressen benutzt. Auch da wieder, je nach Architektur, je nach Maschine, kann es ja unterschiedliche Vorgaben geben. Wir haben hier mit 24-Bit-Speicheradressen gearbeitet, können aber natürlich auch anders aussehen. Und genau, eben hatten wir uns auch nochmal angeguckt, wie ist es eigentlich mit Immediate-Werten. Sollten wir Immediate-Werte haben, also ein Load Immediate, na, dann müssen wir natürlich auch gucken, auch ein Immediate-Wert braucht natürlich eine gewisse Bit-Anzahl. Also wenn ich jetzt irgendwie umrechne, die 6 war ja dann 110 in binär. Das heißt, ich brauche hier für das Load Immediate, also wenn ich gesagt habe, ich brauche irgendwie 8-Bit für irgendwie einen Befehlscode, hätte ich hier 8-Bit. Und ich bräuchte dann auf jeden Fall 3-Bit Platz, damit ich überhaupt die 6 laden kann. Das heißt, ich hätte hier irgendwie schon eine Länge von 10-Bit, die ich auf jeden Fall bräuchte für Load Immediate 6. Das natürlich auch nur, wenn mein Befehlscode mir direkt schon die Unterscheidung gibt, ob dann das ein Load Immediate ist, ein Load Direct ist oder Load Indirect, wovon ich jetzt mal ausgehen würde gerade. Okay. So, warum gehe ich jetzt auch so viel auf diese ganzen Bitlängen ein? Weil man versucht ja zu gucken, also es gibt, es ist manchmal ja ganz schön, wenn man einfach schon möglichst konkrete und möglichst vielfältige Befehle zur Verfügung hat. Und gleichzeitig will man aber ja auch irgendwie möglichst viel Platz für lange Werte haben. Und wenn man damit beispielsweise 32-Bit aber nur rechnen kann maximal, ist man so ein bisschen eingeschränkt. Also wenn man einen Befehl hat, der irgendwie eine Subtraktion oder Addition ist, dann kann ich ja vielleicht gar nicht 32-Bit-Wort, also keine 32-Bit-Zahlenwerte, wie auch immer, nehmen, weil ich brauche ja irgendwie auch einen Befehlscode dazu. Der braucht auch erstmal Platz. Wenn ich jetzt eine Addition mache, naja, für eine Addition brauche ich schon wieder zwei Werte, also entweder zwei Speicheradressen oder Immediate-Werte oder Registeradressen. Und irgendwo brauche ich dann auch für alles irgendwie Platz. Und das steckt hinter der Aufgabe 11.1, dass man sich eben mal überlegen soll, ich habe Befehle und diese Befehle benötigen zum Beispiel Registeradressen, Immediate-Adressen, Speicheradressen. Und eben zu gucken, wie kriege ich das eigentlich sinnvoll unter? So, wir gucken uns das so ein bisschen abgespeckt ein. Gucken uns mal ein altes System an. Wir nehmen nur 16-Bit-Befehlsworte. Und was wir dort unterbringen sollen, sind drei Befehle. Ja, also, das heißt, die müssen wir anhand von Opcodes unterscheiden können, die Befehle, mit zwei 6-Bit-Adressen und einer 2-Bit-Registernummer. Außerdem noch 255 Befehle, die keine Adressen oder Registerangaben brauchen. Das kann irgendwie sowas wie Return sein oder wie ein Nop, also tu nichts. Also Dinge, die einfach keine Adressen oder Registerangaben brauchen. Also 16-Bit-Befehlsworte heißt eigentlich, dass wir, wenn wir uns das angucken, ist das eigentlich unsere Aufgabe? Wir haben 16-Bit zur Verfügung. Von Bit 0 bis Bit 15. Und die Frage ist, wo setzen wir irgendwelche Grenzen, wo wir dann eben ja, Adressen unterbringen oder Registernummern unterbringen oder eben Opcodes unterbringen. Das ist unsere Aufgabe. Jetzt kann es sein, dass wir mit einer Teilung, also wenn ich jetzt gesagt habe, ne, für manche Befehle ist das hier vielleicht eine sinnvolle Teilung, kann es sein, dass das aber gar nicht für alle Befehle passt.
Vielleicht gibt es auch Befehle, wo ich irgendwie sage, eigentlich brauche ich meine Unterteilung hier und hier aufgrund der Längen von Adressen. Das kann man auch machen. Dann muss man am Anfang halt einfach schauen, dass man eine Unterscheidung trifft. Dass man guckt, wie schafft man es, dass klar ist, hier eben der Regel eben von links aus abgelesen, dass man Unterscheidung trifft, ob man jetzt hier in, ich nenne es mal Typ 1 oder in Typ 2 sich befindet. Von der Arten von Befehlen. Ne? Könnte auch noch einen dritten Typ oder einen vierten Typ, also je nachdem, was halt eben die Aufgabe ist. Unsere Kernaufgabe jedenfalls, das zu unterteilen. Hat jemand zufällig eine Idee, wie man da vorgehen könnte oder was da hilfreich sein kann? Was so ein erster Schritt wäre, was man machen könnte, sollte vielleicht, um zu gucken oder eine Idee zu haben, wie man die Unterteilung treffen könnte. Genau. Benötigte Bits pro Abschnitt berechnen. Sehr gut. Wir wissen ja, was wir für verschiedene Typen von Befehlen quasi haben. Also, wenn ich jetzt mal sage, das ist irgendwie Typ 1, das Typ 2, dann sehe ich hier, ich habe hier bei Typ 1 auf jeden Fall zwei 6-Bit-Adressen und eine 2-Bit-Registernummer. Das heißt, die sind auf jeden Fall drin. Zwei 6-Bit-Adressen sind 12-Bit, eine 2-Bit-Registernummer. Das heißt, wir haben 14-Bit, die sind schon einfach festgesetzt, die wir einfach brauchen, um für diese unterschiedlichen Befehle. Das heißt, wir haben noch 2-Bit für irgendwelche anderen Dinge. Ne? Also ich hoffe, da könnt ihr nachfolgen. Wir haben hier 2x 6-Bit. Einmal 2-Bit, das sind die 14-Bit, die sind fest. Wenn wir das gar nicht unterbringen könnten, also wenn ich jetzt schon auf 17-Bit käme, dann wüsste ich, dann könnte ich gar nicht diese Befehle unterbringen. Dann könnte ich gleich sagen, keine Chance, diese Befehle kann es gar nicht geben, kann ich nicht mit einer 16-Bit-Maschine ja, benutzen. Wenn es 16-Bit wäre, hätte ich auch ein Problem, weil ich muss ja noch eine Unterscheidung treffen zwischen diesen drei Befehlen. Das heißt, so, der hintere Teil haben wir gesagt 14-Bit. Wir haben noch 2-Bit über. Wir müssen diese drei Befehle, die wir haben, auch unterscheiden können. Drei Befehle. Heißt, wir könnten sie durchnummerieren. Wenn wir das Ganze digital machen, binär machen, dann 0, also 00, 01, 10. Da kommen wir mit 2 Bits aus. Haben wir Glück gehabt. Heißt mit anderen Worten, ab wie vielen Befehlen würden wir hier Typ 1 gar nicht mehr unterbringen können, so einfach? Ab 5, genau. Weil können wir nicht mit 2-Bit darstellen. Dann müssen wir uns schon wieder was anderes überlegen, ob es irgendeine andere Lösung gibt. Könnte man vielleicht finden, könnte vielleicht auch schwierig sein. So, das heißt, wir haben hier schon irgendwie von 00 bis 01, Quatsch, nicht 01 bis 10 die Bits benötigt. So, jetzt ist aber der Sinn dieser Befehlscodierung, dass wir eine Befehlscodierung machen, die zwar verschiedene Aufteilungen hat, aber wenn man sie liest, dass es dann halt eindeutig ist, dass es dann klar ist, dass es funktioniert. Achso, wir wollen erstmal noch zählen, ne? 255 Befehle. 255 sind wir bei wie viel Bit? Okay, wir brauchen 8 Bit dafür. Das heißt, die, da brauchen wir gar nicht so viel. Wir haben 16-Bit-Befehlsworte. Das heißt, theoretisch haben wir 16, wobei,
Nee, nicht 16. Das heißt, theoretisch haben wir 8 irgendwie, die wir anders verwenden können. Okay. Traut sich einer einen Vorschlag zu machen, wie wir jetzt diese beiden Typen von Befehlen miteinander verbunden kriegen, ohne dass wir unsere 16-Bit-Breite sprengen? Ein kleiner Tipp. Ich würde immer gucken, was ist das Längste, was man hat. Und dann zu schauen, okay, wie könnten wir eine Unterscheidung finden, um von diesem Typ, den wir hatten, der der längste Typ ist, in einen anderen Typ zu wechseln. Genau. Also wenn wir nämlich das Längste hier haben, wo wir gesagt haben, unsere Befehle werden unterschieden durch 00 bis 10, dann haben wir ja tatsächlich in dem Fall sogar noch ein Bit über. Also nicht ein Bit, sondern wir haben einen Wert über. Wir haben noch 1,1 über. Und wir könnten jetzt 1,1 nutzen als Hilfe, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt im Typ 2. Das heißt, unser Typ 2 würde irgendwie mit 1,1 anfangen und dann irgendwie, ja gut, dann müssen wir die Befehle noch unterscheiden. Reicht uns ja. Das heißt, wir haben dann nicht mehr 8-Bit über, wir haben irgendwie 6-Bit dann noch über. Ja gut, die brauchen wir dann halt nicht. Okay, wie können wir das jetzt sauber aufschreiben? Also erstmal, genau, das ist richtig, das ist gut. Genauso kann das funktionieren. Und wir könnten jetzt einmal sagen, Typ 1, ach, ich habe römische Zahlen genommen, Typ 1 haben wir unsere Befehle von 00 über 01 10. Dann haben wir 2 6-Bit-Adressen, also zum Beispiel durch A dargestellt. Das wäre Adresse A. Und dann haben wir Adresse B, auch wieder mit 6-Bit. Und 2-Bit-Registernummer, also zum Beispiel irgendwie R. Also so könnte unser Typ 1 aussehen. Wir würden die ersten drei Befehle, würden wir von 0 bis 10 durchnummerieren. Das heißt, das ist, wo unsere Opcodes sind. Dann die Adresse A. Dann die Adresse B. Und eine Registernummer. Okay, das wäre Typ 1. Und dann hatten wir Typ 2. Wir haben gesagt, wir müssen als erstes die Unterscheidung machen. Also wenn ich hier mir das Ganze anschaue, ich bin in meinen Befehlsworten und ich will klar machen, ich bin nicht in Typ 1. Dann habe ich hier die 1,1 liegen. Und dann hätte ich hier irgendwie einen irgendwie geformten Opcode. So, und wenn wir uns das jetzt angucken auf unserem breiten Band, heißt das, wir hätten hier Typ 2 Bit 15 und 14.
wäre meine Unterscheidung. Dann habe ich von 13 bis, was haben wir gesagt? 8-Bit, also. Bis 6 müsste das dann, glaube ich, sein. Habe ich irgendwie meinen Opcode? Und dann habe ich hier von Bit 5 bis 0 in dem 16-Bit-Befehlswort. Das ist dann halt unbenutzt. Wenn wir jetzt unused schreiben oder so, brauchen wir halt nicht. Und Typ 1 sieht halt ein bisschen anders aus. Wir haben den Opcode von Bit 15 und 14. Wir haben die Adresse, erstmal Adresse A von den Bits 13 bis 8 müsste das sein. Und dann nochmal von 7 bis 2. Und schließlich noch einmal Registernummer 2 Bit 0 und 1. Okay. Soweit nachvollziehbar? Oder gibt es an der Stelle noch Fragen? Wie gesagt, die Aufgabe ist, ihr habt eine Breite von Befehlsworten, das ist das Maximum, da dürft ihr nicht drüber gehen. Und das müsst ihr so unterscheiden, dass alle Typen von Befehlen, die ihr vorliegen habt, da drin unterkommen können. Dafür ist es meistens am besten, am einfachsten, man guckt einmal, wie viel verbraucht man sowieso für die verschiedenen Typen, was ist vielleicht das Maximum, was man schon braucht, um dann das Befehlswort oder den Typ, der am längsten ist, so zu unterzubringen, dass man dort dann durchzählt. Also am Anfang einmal durchzählt und dann in die anderen Typen springt, dann dadurch, dass man eben einen der freien Werte benutzt, zumindest solange das dann auch dann von der Länge dahinter passt. Und gegebenenfalls haben wir halt unbenutzte Bit. Das interessiert uns dann ja aber nicht. Übrigens hätten wir an der Stelle jetzt auch sagen können, ah ja, okay, also theoretisch könnten wir bei unseren 11 Befehlen, nee, nicht 11 Befehlen, bei unseren 255 Befehlen, könnten wir denen auch die Möglichkeit einräumen, eine Registernummer oder Adresse zu benutzen, die 6 Bit benutzt. Ne? Weil das wäre halt das Maximum, was irgendwie untergebracht werden könnte. Okay. Vielleicht noch ganz kurz zu Aufgabenteil B. Da geht es ja darum, dass ihr Befehle zuordnen sollt und gucken sollt. Also wenn man sich Befehlsformate anguckt, zum Beispiel könnten wir ja eben schauen, sowas, was wir hier in Typ 1 drin haben, da hätten wir ja die Möglichkeit, da könnten wir so Dinge wie eine Addition von zwei Werten durchführen. Zum Beispiel. Bräuchten wir vielleicht keine Registernummer, aber wir könnten das machen. Außer wir wollen vielleicht in, weiß ich nicht, Ergebnis, nee, das Ergebnis in Register ergibt nicht viel Sinn. Wie gesagt, muss man halt eben gucken, was man für Befehle zur Verfügung stehen hat. Die Idee ist dann also von Aufgabenteil B, dass ihr einmal guckt bei den verschiedenen Befehlsworten, sei es irgendein arithmetische oder bitweise logisch oder sei es irgendwelche Shift-Befehle. Ne, zur Erinnerung, Shift Left, Shift Right Arithmetic, Shift Right Logical, Rotate Left und Rotate Right. Das ist ja das, was da für Roll und Roar noch ist. Dann haben wir irgendwie Load und Store, Jump, also springen wir an irgendeine andere Adresse, bedingte Sprünge etc. Da sollt ihr eben halt gucken, passt das, ergibt das irgendwie Sinn mit einem der Befehle, die es da schon gibt? Kann man da eventuell auch was wegstreichen? Oder wäre es nötig, falls ihr eventuell den Platz habt, also wie gesagt, ne, wie hier, falls wir irgendwie unused Bits haben, dass man da irgendwo sogar noch einen Wert hinzufügt, sei es ein Immediate Operand oder Registeradressen. Das ist dann das, was in B dahinter steckt. Deswegen einmal die Befehle durchgehen, gucken, habt ihr da Typen, wo ihr das direkt zuordnen könnt? Oder müsstet ihr das kurz variieren? Dann würde ich zum Abschluss noch mal kurz auf 11.4 schauen. Da gehen wir jetzt vielleicht nicht ganz so tief rein. 11.4 ist
Im Endeffekt ja mal wieder so eine kleine Textbearbeitungsfrage oder das heißt Aufgabe, einfach eine Frage zu beantworten. Das erste ist die Eigenschaften von SRAM und DRAM. Habt ihr Ideen, was man zum Beispiel berücksichtigen könnte, um das beide zu vergleichen oder irgendwas dazu beschreiben? Einfach nur irgendwelche Kategorien. Jetzt nicht im Detail, was die Eigenschaften sind. Okay, Zugriffsgeschwindigkeiten oder Geschwindigkeiten. Genau, das ist sicherlich was, worüber man reden kann. Weitere Kategorien, die euch einfallen, um das zu unterscheiden? Oder vielleicht auch irgendwo gleiche Sachen zu finden? Bedarf an Transistoren, ja, geht so ein bisschen in Richtung Transistoren, geht so ein bisschen Richtung Größe vielleicht, ja. Oder auch Funktionsweise, das könnt ihr überlegen. Noch eine Idee? Wie ist denn das, wenn ihr euch SSDs und HDDs anschaut? Also, ihr habt euren tollen Desktop-Rechner zu Hause und ihr überlegt euch, ich brauche mehr Speicherplatz. Was ist denn das für eine Frage, was man sich dann da auch immer stellt? Kaufe ich jetzt eine SSD oder HDD mit einem Speicherplatz von, keine Ahnung, 4 Terabyte? Welche fiese oder welche schlimme Frage hat man dann leider? Ja, genau, den Preis. Also, das könnt ihr sicherlich dann auch nochmal gucken. Genau, also das wäre dann so ein Punkt für diese Aufgabe. Guckt euch eben nochmal an, was gibt es da bei SRAM, DRAM, wie ist das? Wie ist das bei dem einen, wie ist es bei dem anderen? Stellt das gegenüber, das ist gemeint mit den Eigenschaften. Oder zumindest zum Teil. Gut, und die zweite Frage bezieht sich auf Little Endian und Big Endian. Habt ihr da irgendwie in Erinnerung irgendwie was gehört? Oder war das schon in der Vorlesung? So ganz grob, was so der Unterschied ist. Kleiner Tipp, wir hatten tatsächlich, sind da so ein bisschen drüber gestolpert, als wir vor der Weihnachtspause uns das Assembler-Programm angeschaut haben. Ja, okay, genau, aufsteigende oder absteigende Sortierung der Bits in einem Wort. Also, es ist nämlich der Unterschied, ob das niedrigstwertigste Bit oder das höchstwertigste Bit am Ende steht. Und deswegen sagt man auch quasi fast, oder sagt man auch manchmal, dass dann bei dem Little Endian, dass quasi, ja, dann, dass die Bits dann von hinten nach vorne geschrieben werden. Und ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten ja dieses Mini-Programm mit der Matrikelnummer, was man da auf der Kommandozeile einmal in Assembler umwandeln sollte. Und da hatten wir dann ja auch irgendwie festgestellt, ah, okay, jetzt ist die Matrikelnummer ist irgendwie in einer Hexadezimalzahl gelandet. Und diese Hexadezimalzahl, die stand aber nicht so, wie wir sie irgendwie erwartet haben, sondern sie stand irgendwie, stand dann genau irgendwie genau andersrum. Oder beziehungsweise eben bitweise da so ein bisschen rückwärts. Und das ist auch eben durch diese Unterscheidung zwischen Little Endian und Big Endian gekommen. Genau. Schaut da sonst einmal kurz in die Vorlesungsfolien, dass ihr das dann einmal euch dann einmal aufschreibt. Also eben der Unterschied in der Speicheradressierung und einmal dann die Zahl entsprechend. Je nachdem, ob in Little Endian oder Big Endian, wie rum sie dann steht. Genau, das sollte eigentlich auch alles sein. Und damit würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend, eine erfolgreiche Woche und ja, vielleicht bis nächste Woche.